Hallo und willkommen zu einem neuen Video, diesmal aus Südamerika. Französisch-Guyana bin ich diesmal unterwegs, direkt aus dem Dschungel. Auf der Suche nach Paraponera clavata. Paraponera clavata findet man meistens an den Bäumen, aber in der Regel an denselben Bäumen, aber es ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also es kommt auch vor, dass sie hier doch mal ein bisschen flexibel sind. Jetzt wird gerade einer abhauen. Nein. Das ist nicht nett. Ah, wieder zurück. Gut. Und ein kleines Video dazu euch, um euch mal zu zeigen, wie tief sind die Tiere ungefähr eingegraben. Ich habe die hier wirklich mühsam ausgebuddelt. Der Boden ist sehr hart im Endeffekt. Dann hier durchzukommen ist sehr, sehr schwierig. Also das ist absolut keine leichte Sache, erstmal die Tiere zu finden und dann auszugraben. In der Regel habe ich nur kleinere Kolonien bis meistens Königinnen mit den ersten 1, 2, 3, 4 Workern. Hier war es jetzt eigentlich überhaupt erstaunlich, trotz des kleinen Loches, dass hier eine ganze Menge an Arbeiterinnen vorhanden waren. Man sollte nicht ganz so viele mitnehmen, das ist wichtig, weil größere Kolonien bereiten eher Probleme. Das ist jetzt so eine Größe, die gerade noch so gehen könnte, aber je größer, weil diese wilden Worker meistens aus der Natur haben eben doch Probleme daheim zu überleben. Der Nachwuchs hingegen passt sich sehr gut an, weil die Tiere einfach auch ein bisschen stressanfällig sind. Ich habe eine wunderschöne Kolonie ausgebuddelt. Das sind aber wunderschöne Tiere. Da ist die Königinnen. Also bei der Größe findet man auch keine zwei Königinnen, drei Königinnen mehr. Da bleibt nur noch eine übrig. Meistens ab so ab 7, 8 Worker ist es wirklich sehr, sehr selten, dass da überhaupt noch mal eine weitere ein bisschen mit dabei ist. Hat dann irgendwann aber ab einer Größe von 20, 30. Und ich habe wirklich viele Kolonien ausgegraben schon. Und findet man nur noch eine einzigste Königin. Die gründen zusammen, aber es bleibt halt eine übrig. Das ist definitiv der Fall. Und da gibt es auch keine Ausnahme. Ich habe jetzt hier so ziemlich alles erwischt mit Brut und so weiter, zumindest zu über 90%. Mit den einzelnen Workern, Lochtiefe ungefähr circa jetzt hier. Das ging sogar noch, das ist sogar noch ein kleineres Loch als Beispiel gesehen. Wir sind jetzt hier bei 40 cm von der tiefsten Stelle bis zur hintersten Kammer nach hinten rein. Das ist jetzt hier eine Schräge, wo ich bin. Aber in der Regel sind sie um die 30 cm tief. Das kann auch bis zu 80 cm breit sein, auch bei kleineren Kolonien, bei größeren bis zu fast einen Meter ungefähr. Dass die Gänge also von links nach rechts ungefähr einen Quadratmeter einnehmen. Bei kleineren Kolonien sind wir dann ungefähr um die 60 bis 80 Quadratzentimeter. Aber Schwierigkeit ist halt, weil viele Wurzeln vorhanden sind. Da muss man sich mal durchgraben. Das ist halt echt beschissen, bescheiden gesagt. Und die Gänge sind oft sehr weit verzweigt. Auch beim Königin-Ausgraben ist es mal sehr wichtig, dass man einmal tief genug gräbt, weil oftmals sind noch weitere Königinnen unten drin. Und da waren halt schon manchmal Anfänger unterwegs, die haben halt auch Königin gesucht und oft nur eine schnell rausgeholt und haben vergessen, tiefer zu graben, mühselig tiefer, weil noch weitere Königin meistens tiefer drin sitzen. Hier mal ein kleines Video, das habe ich jetzt hier rausgeholt, eine kleine wunderschöne Kolonie. Ich wollte es euch mal, das mal ein bisschen zu zeigen, wie es so ungefähr aussieht. Paraponera sind jetzt nicht ganz so krass, also im extremen Regenwald unterwegs. Die mögen es schon, wenn ein bisschen mehr Platz bleibt. Das heißt, Bewegungsfreiheit, Licht und ein paar Sachen sind halt da schon gängig von der Umgebung hier. Paraponera kommen doch sehr weitläufig vor, also auch in den Bergen, wo es ein bisschen temperaturmäßig minimal vielleicht um 1-2 Grad kühler ist. Durchgehend haben wir ja fast aber durchgehend 26 Grad. Das ist sehr konstant hier in Französisch-Guyana. Man muss dazu sagen, es gibt auch Paraponera in Brasilien, die sich an extremste Trockenzeiten angepasst haben. Das hätte ich damals selbst nicht geglaubt. Also die Tiere sind schon recht anpassungsfähig. Kurzes Feedback noch als Französisch-Guyana. Wird euch interessieren. Dieses Jahr wieder beschissen trocken. Das ist mittlerweile hier auch, wie aus Südafrika, überall Asien, wo ich war, mittlerweile das vierte Jahr in Folge mit extremer Trockenheit. Den Tieren macht es soweit nichts aus. Davon rennt gerade auch eine Paraponera lang. Am Baumstamm ist sie weg. Ah nein, war keine Paraponera. Und der Dschungel ist halt echt wie trockengelegt. Das kann man sich kaum vorstellen. 3, 4, 5, 6 Tage ohne Regen. Es ist sehr ungewöhnlich für die Tropen. Normalerweise ist es halt wirklich so, dass es mindestens jeden zweiten Tag, wenn nicht sogar jeden Tag, regnen sollte. Den Ameisen macht es soweit nichts aus. Die kommen mit der Trockenheit eigentlich sogar noch ein Ticken besser zurecht. Allerdings natürlich am Dschungel bin ich mal gespannt. Ich glaube, der kommt damit auch zurecht. An sich ja. Aber es ist halt trotzdem erstaunlich, wie weltweit wirklich das Wetter sich verändert. Und die ersten Jahre, wo ich hier war, das ist schon jetzt viele, viele Jahre her, gab es hier fast Überschwemmungen regelmäßig. Das ist, der Regen ist unvorstellbar. Also ich bin noch im Regen gestanden. Ich konnte damit rechnen, dass ich halt immer meine Regencaps dabei haben musste. Und dieses Jahr,
Wo ist der Regen? Nicht hier. Weil aus dem trockenen Dschungel und des schönen Fundes, die Paraponera. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder einen kleinen Einblick in die Natur einfach mal geben, wie sie hier leben. Von den Lebensumständen im Endeffekt, dann, wie euer Terrarium einrichtet, nicht ganz so viele Pflanzen, ein paar Freiräume, ein paar Blätter. Wie gesagt, meistens findet man sie an den Bäumen. Vielleicht könnte man einfach jetzt in der Mitte zum Beispiel irgendeinen Baumstiel, also irgendein Stecken oder irgendwas befestigen, damit es halt so ein typischer Baum ist. Man muss dazu sagen, ich habe auch schon Paraponera kleine Kolonien an inaktiven Bäumen gefunden, also der abgestorben war oder wo einfach wirklich nur eine Art Ast im Boden und auch gerammt war. Gibt es auch solche Ausnahmen. Da könnte man den Tieren ein bisschen entgegenkommen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hört wieder von mir. Viele Grüße von der Sammelreise. Euer Mainz-Team. Ciao.